Hallo, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Heute möchte ich ein bisschen über Destiny reden und zwar das kommende Age of Triumph Event und ein Leak, der in den letzten Tagen ans Licht gekommen ist. Da gibt es neue Informationen zu Destiny 2. Falls ihr es noch nicht gehört habt, das Age of Triumph Event startet am 28. März. Das ist ungefähr das, was ich letztes Jahr schon vorhergesehen habe, dass Bungie wahrscheinlich nochmal zum Ende der Laufzeit von Destiny 1 die alten Raids auspacken wird, nochmal updaten wird und das haben sie gemacht. Die Raids bekommen eine wöchentliche Playlist, neue Updates, Challenge Modes und natürlich auch neues Equipment, ein bisschen geupdatete Version des alten Raid Equipments mit Ornamenten, also diesen Rüstungseffekten, die man dann auch noch reinslotten kann. Das wird alles dann in den alten Raids verfügbar sein und die sind eben auf dem neuen Maximallichtlevel zu spielen, sodass es tatsächlich auch Sinn macht für euch, diese Raids nochmal zu sehen. Das ist besonders cool für Leute, die eben damals nicht dabei waren, als die gerade rausgekommen sind. Ich spiele ja Destiny schon seit 3 Jahren oder so und war immer dann dabei, als so ein Raid freigeschaltet wurde. Ist leider so gewesen, dass dann über die Zeit die neuen Spieler gar keinen großen Grund hatten, außer um sich das einfach mal anzugucken, mit vielleicht erfahreneren Spielern in diese Raids reinzugehen. Da gab es eben kein Equipment, nichts, was mehr relevant war. Außerdem scheint es noch ein paar neue Questreihen zu geben. Man kann alte Story-Missionen nochmal neu spielen im Heroic-Mode und das in einer neuen Playlist, die es gibt. Also das ganze Event dreht sich darum, eben den alten Content nochmal so ein bisschen aufzuwärmen. Klingt jetzt relativ negativ, aber es ist einfach so ein letztes Hurra von Destiny 1, ein letztes Feiern des Contents, den man gesehen hat, eben mit neuem Equipment, mit neuen Waffen. Im Raid gibt es beispielsweise auch wieder Elementar-Primärwaffen. Die sind dann allerdings Exotics, also ihr könnt nur eine davon ausrüsten. Früher, wenn man länger dabei ist, kennt man ja noch die Zeit, wo eben im Raid die besonderen Waffen gedroppt sind, Legendaries, die auch Elementarschaden hatten und so. Und ist schon ganz lustig, dass die das alles so ein bisschen zurückbringen auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, dass ich persönlich das wahrscheinlich nicht spielen werde. Ich bin ein wenig ausgebrannt, was Destiny angeht. Ihr seht ja, auf meinem Kanal ist nicht mehr so viel Content kommen. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ich zum Beispiel auf dieses Update hier schon extrem lange gewartet habe. Meine Meinung war, dass sie die alten Raids schon viel früher wieder relevant hätten machen sollen, um die Leute beim Spielen zu halten. Ich persönlich bin halt vor einer Weile ausgestiegen, weil eben nichts Interessantes Neues mehr kam oder eben ein Update dieser Art nicht kam. Da gab es immer so ein bisschen Content. Dieses Live-Team hat da schon relativ gute Arbeit geleistet, aber es hat mich persönlich nicht so wirklich motiviert weiterzuspielen. Vor allen Dingen, weil ich wusste, dass Destiny 2 wahrscheinlich ein Neuanfang wird. Das habe ich genauso spekuliert, wie ich damals spekuliert habe, dass sie am Ende von der Laufzeit von Destiny 1 auch nochmal so ein Raid-Update machen für die ganzen alten Raids. Und es stellt sich heraus, dass ich tatsächlich bei beiden Sachen recht behalten habe. Destiny 2 ist ein kompletter Neuanfang. Das haben sie jetzt im Zuge dieses Age of Triumph auch offiziell in einem Developer-Post angekündigt. Das bedeutet, nichts von eurer Ausrüstung, also keine Waffen, keine Rüstung, wird in Destiny 2 übergehen. Euer Charakterlevel, eure Skills werden auch nicht in Destiny 2 übergehen. Genauso wenig, das ist auch jetzt ein bisschen kontrovers, finde ich, die Sachen, die ihr im Cash-Shop gekauft habt von diesem Eververse-Trading-Gedöns, was die vor einer Weile eingeführt haben. Auch das bleibt zurück. Es wird, wie ich auch spekuliert habe, wahrscheinlich tatsächlich einfach nur irgendwelche Embleme, Farben, irgendwelche Titel oder so geben für euch, wenn ihr ein fleißiger Destiny 1 Spieler wart. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Dazu habe ich auch ein extra Video damals gemacht, das verlinke ich hier nochmal, wo ich meine Gedanken schon mal komplett zusammengefasst habe dazu. Aber es kommt darauf hinaus, dass mich das eigentlich nicht so sehr stört. Ich habe halt damals auch angemerkt, dass ich denke, dass es vielleicht einfach so sein muss, wenn sie die Vision, die sie für Destiny haben, halt vollständig umsetzen wollen, müssen sie eine komplett neue Grundarchitektur machen. Da gab es ja dann, in dem Video habe ich es auch gesagt, auch einige Leaks dazu, wie das denn tatsächlich aussehen wird, Destiny 2. Und das ist eben völlig anders, zumindest von den Grundsystemen, wie es Destiny 1 war. Daher macht es eigentlich Sinn, dass da nicht so viel mit rübergenommen wird. Mir ist es eigentlich viel lieber persönlich, dass sie eben das Versprechen von Destiny 1 in Destiny 2 völlig einlösen und eben aus den ganzen Sachen, die sie jetzt gelernt haben, ein neues Spiel schmieden sozusagen, das einfach genial ist und dann stört mich das persönlich auch nicht. Das ist aber der Hauptgrund, warum ich jetzt dieses Age of Triumph wahrscheinlich nicht spielen werde. Denn
Auch wenn ihr jetzt hier tolle neue Rüstungen und Exotics kriegen könnt, all das wird natürlich, zum Glück haben sie es jetzt auch angekündigt und nicht erst später, finde ich eigentlich relativ fair, wird nicht in Destiny 2 mitkommen. Und da ich ja jetzt wieder angefangen habe, hier Reviews auf dem Kanal zu machen, einige von euch haben ja vielleicht schon mein Review zu Horizon oder Nioh for Honor und dem neuen Zelda Breath of the Wild gesehen. Im Moment arbeite ich an meinem Mass Effect Andromeda Review. Das hoffe ich, kriege ich dieses Wochenende fertig. Da habe ich einiges zu sagen. Naja, jedenfalls sind jetzt gerade eine Menge echt gute Spiele rausgekommen. Nier Automata, das neue Platinum Game, möchte ich auch gerne noch anzocken. Aber dafür ist einfach keine Zeit. Es gibt gerade irgendwie so viele Games, wie es normalerweise nur gegen Ende des Jahres Richtung Weihnachten gibt. Also da ist irgendwas schiefgelaufen im Kalender der Entwickler, habe ich das Gefühl. Aber es ist ziemlich erfrischend, auch im Frühjahr so viel cooles Zeug zum Spielen zu haben. Und Destiny ist jetzt nicht so die höchste Priorität da bei mir, muss ich sagen. Da möchte ich eigentlich viel lieber jetzt die ganzen anderen Sachen ausprobieren, wenn ich die Zeit habe. Ist für mich halt auch ein bisschen demotivierend, ehrlich gesagt, dass ich jetzt eben dieses Age of Triumph erst wirklich zum Ende von der Laufzeit von Destiny 1 bekomme, dass ich jetzt erst die alten Raids nochmal sinnvoll spielen kann und genau jetzt eben eigentlich gar keinen Bock habe, das zu machen, weil ich weiß, alles, was ich da jetzt noch bekomme, kann ich nicht in Destiny 2 mitnehmen. Apropos Destiny 2, ich habe am Anfang ja gesagt, dass es da jetzt einen Leak gab und es ist wohl so, dass jemand ein Foto von einem Poster für Destiny 2 gemacht hat. Darauf steht, dass es offensichtlich am 8. September herauskommt. Dabei könnte es sich um das europäische Release handeln. Man weiß das natürlich noch nicht so genau. Sowieso sind diese Infos von irgendwelchen geleakten Postern und so natürlich mit Vorsicht zu genießen. Außerdem, und das dürfte jetzt noch interessanter für euch sein, scheint es offensichtlich eine Beta zu geben, die ab Juni stattfindet, in der man PlayStation-exklusiv schon mal etwas früher in das Spiel reinschauen kann. Möglicherweise ist das auch mit einer Vorbestellung verbunden, war ja in Destiny 1 auch ähnlich. Auf jeden Fall haben die definitiv wieder laut diesem Poster einen exklusiven Deal mit Sony, mit PlayStation, was bedeutet, dass Content und so Sachen wie diese Beta als erstes dann auf PlayStation landen werden. Ich denke mal, dass ich persönlich wahrscheinlich auf Destiny 2 warten werde, bis ich wieder loslege. Darauf freue ich mich aber schon. Ich habe auf jeden Fall Lust. Ich mag das Universum, die Story, die Lore. Ich habe auch wieder wirklich Lust auf Community, auf Videos, die ich für euch produziere und all das wird wahrscheinlich dann mit Destiny 2 wieder richtig losgehen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt selber das Age of Triumph ausprobieren werdet. Vielleicht habt ihr ja damals die alten Raids gar nicht so mitbekommen. Dafür ist das sicherlich eine wirklich coole Sache. Ich finde auf jeden Fall, an sich ist es ein ziemlich mutiger Schritt von Bungie zu sagen, wir machen Destiny 2 wirklich from scratch, ein Neuanfang für uns und für die Spieler. Das dürfte einige wirklich ärgern, einige wirklich aufregen, dass sie da ihren Charakter, in den sie so viel Zeit investiert haben, zurücklassen müssen. Ich hoffe dann, wenn sie ankündigen, was denn tatsächlich an Belohnungen in Destiny 2 freigeschaltet werden für diejenigen, die halt irgendwas in Destiny 1 erreicht haben, dass das auf jeden Fall ein bisschen mehr ist als nur irgendein Emblem oder so. Aber das war es mal wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft mir dabei, dass meine Videos von mehr Leuten gesehen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.